Ja, moinsen meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 18 Video auf meinem Kanal Matze. Und wir sind immer noch hier hart in den Transferverhandlungen vor der Saison. Und ich habe in der letzten Folge einige Spieler auf den Transfermarkt gesetzt, unter anderem auch Franck Ribéry, um einfach mal zu gucken, was wir denn da so kriegen könnten. Und ja, wir sind hier jetzt in den Verhandlungen, schauen mal, was wir da rausschlagen können. Und da steht, Juventus Turin möchte diesen Spieler verpflichten. Da sein Marktwert zwischen 20 und 29 liegt, könntest du eventuell einen noch besseren Deal vereinbaren. Und Freigabesumme steht 37,1. Ja, aber irgendwie können wir anscheinend hier auch nochmal mehr raushandeln. Und ich weiß nicht, wenn 37,1, kriegen wir den dann erst los mit 37,1 oder können wir auch so hier ein bisschen verhandeln? Neue Transfersumme vorschlagen. Ich würde sagen, bei 10 Millionen mehr. Gucken wir mal, was er wie drauf er da reagiert. Ja, auf das 27 Millionen. Gegenangebot machen wir. Neue Transfersumme vorschlagen. Machen wir halt 30 da draus. Dann wäre ich auch glücklich. Also hier kann man nicht mehr so krasse Angebote, krass viel raushandeln wie noch. Okay, 30 Millionen, sie sind bereit, es ab hinzulegen für Ribéry. Und ich denke, für einen 34-Jährigen, ist das eine ordentliche Summe. Deswegen, da ich eher ja ein junges Team aufbauen möchte, ist das absolut in Ordnung. Und von dem her machen wir da mit. Ja? Mal gucken, was bei Robben vielleicht noch an Angeboten reinkommt. Da bin ich auch noch gespannt. So, Transferangebot für Thomas Müller. Ja, das ist hier schon ein anderes Kaliber, ne? Thomas Müller, 65,3 Millionen wollen sie da bieten. Und da können wir auch noch mehr raushandeln. Und da ich Thomas Müller so oder so abgeben möchte, würde ich sagen, wir verhandeln da jetzt mal und gucken mal, dass wir da eine ordentliche Summe rausholen. Und wenn wir da eine ordentliche Summe rausholen, dann können wir uns davon noch einen anderen Spieler kaufen. So, Ablösesumme bearbeiten. Da gehen wir mal direkt auf die 90 Millionen und gucken mal, was die oder wie die da reagieren, ne? Alter, ich will glatte 90 Millionen hier, Kollege. So. Zack, Angebot absenden. Mal gucken, was die dazu sagen. Ich hoffe, die hauen nicht direkt ab. So, guck mal, hier haben wir sogar Arsene Wenger direkt. Das ist ja mal cool. Der hier wirklich verhandelt für den. Gegenangebot. Neue Transfersumme vorschlagen. Wir sagen 85,5 Millionen. 79 Millionen will er entblättern. Okay, also man kann immer noch sehr, sehr viel für Spieler rausholen. Und zurück verzögern. Darüber müssen wir erst einmal nachdenken. So, jetzt gehen wir nochmal in die Verhandlungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, dieses Verzögern. Ob das jetzt in der Verhandlung noch Wirkung erzielt. Wenn ich jetzt hier, sage ich mal, jetzt nochmal die Summe raushaue, die ich eben auch schon hatte. Ob das jetzt was bringt? 80,5. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Komm. Das ist ein guter Deal. 80 Millionen für Thomas Müller. Ich glaube, das würde der FC Bayern aktuell auch annehmen. Und auch wenn man da so ein bisschen seine Identität verliert, wenn man den abgibt, aber das ist mehr als gut. So, Transferangebot für Rafinha. Und ja, das ist jetzt nicht viel Geld, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf. Also bin auch nicht so wirklich daran interessiert, den zu halten. Von dem her, ich werde mal versuchen, das noch ein bisschen hoch zu handeln. Neue Transfersumme vorschlagen. Machen wir einfach mal 12 Millionen da draus. Und dann gucken wir mal weiter. Alter, das sind die aber nicht sehr willig, da noch mehr hinzulegen. Und ich will hier gerade so ein bisschen ausloten, wie viel man hier denn machen kann. Wie viel man hier verhandeln kann. Ich muss ja wissen, wie das in Zukunft hier läuft. So, das Angebot akzeptieren wir. So, zack. Dann kann auch der gehen.
Und ich würde sagen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr neue Spieler. Wenn wir jetzt schon so viele Spieler hier abgeben, brauchen wir noch neue Leute bei uns. Und ich habe mir einige Namen aufgeschrieben, wovon jetzt allerdings viele schon raus sind. Ihr hattet es ja mitbekommen. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch einen Außenverteidiger, auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, da ja, wie hieß er? Ach, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Schon zu Dortmund gewechselt ist. Toljan. Jeremy Toljan, glaube ich. Heißt er Jeremy mit vorne? Ich glaube Jeremy, ja. Schon zu Dortmund gewechselt ist. So müssen wir uns jetzt mit Hinrich zufrieden geben. Als Backup für Kimmich. Und wir brauchen aber noch einen Spieler. Und zwar brauchen wir eigentlich noch eine hängende Spitze. Oder wir haben ja Goretzka, der ja auch eine hängende Spitze geben kann. Von dem her wäre es auch okay, wenn wir jemand anders holen. Und da wäre halt jetzt bei Can. Ich glaube, da sind aber immer noch nicht die Beobachtungen durch. Von dem her warten wir bei Can noch ein bisschen. So, und jetzt kriegen wir auch noch ein Angebot für Arjen Robben. Das ist natürlich eine Menge Angebote hier, die hier reinflattern. Aber ich will auch jetzt nicht die komplette Mannschaft verscherbeln. Vor allem habe ich ja gesehen, wie schwierig es ist, neue zu bekommen. Neue Transfersumme vorschlagen, bearbeiten. Also für Arjen will ich eigentlich schon ein bisschen mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist besser als Ribéry hier in dem Spiel. Von dem her Angebot absenden. 27,9. Neue Transfersumme vorschlagen, bearbeiten. 35 Millionen. Angebot absenden. War es zu wenig. Da verzögere ich und werde wahrscheinlich nichts daraus machen. Ich werde das wahrscheinlich nicht mehr annehmen im Nachhinein. So, und ja, wen hatten wir noch auf unserer Liste? Wir könnten natürlich jetzt bei Emre Can, wissen wir noch nicht, was er drauf hat. Ne? Da haben wir noch nicht die Stärke. Und von dem her macht es nicht so viel Sinn, da jetzt ein Angebot rauszuhauen. Ich überlege gerade, ob es auf dem Markt noch andere interessante Spieler für uns gibt, die man da holen könnte. Aber ich denke, wir greifen bei Weigel zu. So, da werden wir jetzt nochmal ein Angebot raushauen. Weigel ist ein guter Mann. Transfersumme anbieten. Da bieten wir direkt ein bisschen mehr als die 21 Millionen, die auch haben wollen. Okay, jetzt gehen die direkt auf 37. Gegenangebot, neue Transfersumme vorschlagen. Oh, mein Transfer. Oh. Ja gut, ich habe fast nichts mehr. So, da sind jetzt erstmal die Transferverhandlungen gescheitert, weil wir erstmal das Geld von den anderen Spielern bekommen müssen. Sonst können wir auch nicht verhandeln, großartig. So, Emre Can, ist der Abschlussbericht da? Der liegt bei 80. Okay, dann können wir uns lieber Weigel holen. Leroy Sané bei 82. Thomas Müller ist verkauft. Und wir haben ein Transferangebot für Arturo Vidal bekommen. Wo wir jetzt auch nochmal drauf eingehen müssen. So, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal verhandeln. So, das ist zu wenig. Neue Transfersumme vorschlagen. Da sagen wir mal direkt 50 Millionen. Angebot absenden. Oh! Und Jürgen Klopp ist bereit, die 50 Millionen zu bezahlen. Es ist Liverpool. 50,9 Millionen. Und da wir jetzt Arturo Vidal auch verkaufen werden und Franck Ribéry und Thomas Müller schon weg sind, müssen wir uns jetzt was Neues einfallen lassen. Also wir brauchen noch mehr Spieler. Und wir haben ja jetzt die Kohle. Und mir ist noch einer eingefallen, den ich auch gerne haben will. Und zwar ist das der Naby Keita.
von Red Bull bzw. Rasenball Sport. Alter. Da ist Navigator, ganz unten. 83. Alter, der ist schon richtig gut. Und den haben wir jetzt auch mit auf unsere Liste gepackt. Und der hat ungefähr fast die Stärke von Vidal. Ich glaube, Vidal war bei 87. Und von dem her hat der aber noch Potenzial. Von dem her macht das deutlich mehr Sinn. So, Navigator. Kauf vorschlagen. Da werden wir auch viel bieten müssen. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Da müssen wir direkt 40 Millionen auf jeden Fall direkt hinlegen. Hä? Alter! Alter! Willst du mich verarschen? Mittelfeldspieler. Hä, warum? Habe ich immer noch nicht die Kohle bekommen, oder was? So, warte mal. Muss ich vielleicht in meinen Finanzen hier nochmal irgendwie was ummodeln, damit ich auch die Kohle einsetzen kann, die ich bekommen habe? Erlös? Minus 178 Millionen. Warum? Hä? Ich habe doch zwei Spieler verkauft. Oder sind die Spieler immer noch da? Und wo sind meine neuen Spieler? Sind die denn schon da? Oh, meine neuen Spieler sind auch noch nicht da. Aber meine Spieler sind schon weg. Das ist ja richtig gut. Ach nee, Müller ist auch noch da. Okay. Hä? Muss ich noch irgendwas machen bei den Transfers, damit die jetzt auch abgeschlossen werden oder was? Keine Aktion verfügbar. Keine Aktion verfügbar. Okay. Haben die das irgendwie so geändert, dass ich jetzt keine Transfers mehr machen kann? Oder ein Rom zurückgezogen? Okay. Rafinha verkauft. Bitte. Der Vorstand wird das Transferbudget zum Beginn der Transferperiode um 6,5... Kann es sein, dass das alles erst für die nächste Transferperiode dann ist? Das heißt, ich versaue hier gerade richtig meinen Kader, weil ich alle verkaufe. Und jetzt kommt das erste Saisonspiel, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Vidal verkauft. Auch Vidal ist jetzt noch weg. So, und kriege ich jetzt auch irgendwann mal meine Spieler oder mache ich das hier alles nur aus Spaß? So, Vidal verkauft, ist auch immer noch da. Na, herzlichen Glückwunsch. Irgendwie klappt das ja gar nicht mit den Transfers. Da muss ich nochmal gucken, wie das jetzt läuft. Also das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass hier nichts passiert, weißt du? Wir kriegen einfach unsere Spieler nicht. Ja, müssen wir abwarten. Also, nächste Folge geht es dann mit dem Supercup los. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von dem System, was jetzt hier die Transfers angeht. Ist ein bisschen mysteriös, dass meine Spieler nicht gehen und die neuen Spieler nicht kommen. Komisch. Aber gut, vielleicht ist das Transferfenster ja noch gar nicht auf und ich verhandle hier die ganze Zeit fleißig, obwohl das Transferfenster noch nicht auf hat. Wobei 5. August, das Transferfenster muss auf sein. Am 31. hat es noch geschlossen, am 31. August in Deutschland. Von dem her wäre es komisch, wenn es jetzt immer noch zu wäre. Naja, Leute. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt stabil, haut rein. Ciao.